Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute, wie man mit drei Ringen jongliert. Und ihr braucht jetzt natürlich drei Ringe und solltet auch schon mit drei Bällen jonglieren können. Wenn ihr jetzt noch nicht mit drei Bällen jonglieren könnt, werde ich es euch links oben verlinken, das Video dazu. Wie sieht das Ganze jetzt mit Ringen aus, wenn man es kann? Wo ist jetzt also der große Unterschied zwischen Ringen, Keulen oder Bällen? Bälle und Keulen, die lässt man einfach in die Hand fallen. Das heißt, der Ball kommt, fällt rein, die Keule kommt, fällt rein und man kann dann greifen. Ringe allerdings muss man jetzt aktiv greifen. Das heißt, die kommen und man muss aktiv hingreifen. Außerdem, beim Werfen muss man darauf achten, dass sie nicht, die fliegen sehr leicht nach vorne weg. Man muss also darauf achten, dass man sie immer schön in die Luft wirft und die auch wieder gerade runterkommen. So, wie fängt man also an? Also, ich würde empfehlen, erstmal mit einem Ring anzufangen. Wieder wie bei drei Bällen oder drei Keulen, einfach mit der einen Hand anfangen und erstmal rüberwerfen. So, da kann man dann auch schon austesten, wie man den andrehen muss, dass er nicht zu weit nach vorne fliegt oder nach hinten. Und da bekommt man auch erst ein erstes Gefühl dafür. Dann natürlich mit zwei Ringen. Da wird es dann schon schwieriger, weil man wirklich schauen muss, dass die Ringe gut fliegen und man manchmal so viel Zeit hat fürs Greifen und das ja doch sehr ungewohnt ist. Wie wirft man den Ring weg? Man nimmt ihn so in die Hand und wirft dann einfach aus dem Handgelenk. Wenn es mit zwei Ringen oder einem Ring funktioniert, dann kann man auch den dritten Ring dazu nehmen und dann einfach wieder versuchen, wie bei drei Bällen und drei Keulen, einfach mal versuchen, ob es dann schon funktioniert, da man ja schon mit drei Bällen und drei Keulen jonglieren kann oder zumindest mit drei Bällen. Sollte es relativ einfach sein, natürlich kann es sein, dass die Ringe irgendwie nicht genau fliegen oder so, aber das erfordert einfach Übung. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen für neue Videos habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall darauf eingehen. Wenn ihr jetzt dann noch Anleitungen in Textform sucht zum Jonglieren mit drei Bällen oder auch zu Tricks, werde ich euch mal in der Beschreibung gleich den ersten Link sehr schön in den Beschreibungen verlinken. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.